So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Overlord. Ja, wir haben letzte Folge hier dieses Schalterrätsel gehabt und können jeweils einen Schalter vor- und zurücklegen und damit die erste oder zweite Feuerwand aktivieren. Das mag natürlich ganz lustig klingen, aber im Prinzip heißt das, wir müssen die Hälfte der Minions unten lassen. Wir brauchen inzwischen 17 zum Tragen. Und ja, müssen hier oben mit einem Minion jeweils den Schalter umlegen. Mal kurz gucken, ob das der Overlord auch alleine kann. Nein. Wir brauchen 17. Und er darf noch mitkommen, weil er da richtig drauf hat. Das habe ich ganz genau gesehen. Das Minion wollte nichts lieber tun, als jetzt mit runter zu den schleimigen Schnecken. Genau. Hier runter gibt es scheinbar Notfallwege. Aber da hinten liegt auf jeden Fall noch ein Item, das ich haben möchte. Reichen meine Minions so weit? Nein. Schade. Dann müssen wir das auf Umwegen machen. Aber erstmal müssen wir hier diese Schlepp- und Tragaktion beenden. Jetzt kommt die Riesenschnecke wieder. Gut, dass wir die schon kennen. Das ist unhygienisch. Nie ist ein Wagen voll Salz in der Nähe, wenn man einen bräuchte. Ich mag Rosa. Oder Rose. Ich lenk sie mal ab, ne? Jeder ein bisschen drauf muten und grün bringen sich gerade alle rum. Ist ja okay. Okay, ich grüne. Lob. Was ist da jetzt passiert? Ah, die Gänge sind zu. Sehr schön. Sind jetzt alle Gänge zu? Ich habe einen grünen verloren gegen die Riesenschnecke. Letztes Mal bin ich dagegen gestorben. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie gut ich auf meine Minions aufpasse. So gut, dass ich jetzt sogar nur rote nehme. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie sehr sie sich daran halten, nicht in die Lava zu laufen. Ich meine, sie haben sich selbst schon regelmäßig ertränkt. Da traue ich den kleinen Spinnerdingern auch zu, dass sie in die Lava laufen.
dunstet nicht mehr. Ihr weht alle! Und wir haben die 40.000er Marke durchbrochen. Gefällt mir. ...40.000 Credits oder Gold, was auch immer. Immer gut. Außer man kann in dem Spiel überfallen werden. Dann sollte man vielleicht was dosierter mit dem Geld umgehen. Außer natürlich ist es jetzt so ein Spiel, wo Geld einfach totale Inflationsware ist. Da hinten gerade einer gestorben? Nein, oder? Hier ist doch keiner gestorben. Er würde dann einfach so einzelne meiner Minions töten. Die tun doch niemandem was. Ja, das ist das Bequeme an den Roten. Trotzdem schätze ich die Nützlichkeit von Blauen noch höher ein. Einfach weil Gegner auf Distanz töten mit wenig Risiko ist schön. Extrem zerbrechlich sein aber nicht. Und das ist ja Rotes Haupthobby. Also extrem zerbrechlich sein. Ja, für dich, Schneckenkopf. So. Mir ist nämlich aufgefallen, letzten Part, oder Übergang, dass wir ja ein kleines Schalterproblem haben, wenn wir versuchen, an den Übergang zu kommen. Also hier scheint noch irgendwas zu sein und wir kommen nicht so gut ran. Wenn wir jetzt aber die Dreistigkeit besäßen, so zu machen. Und das nach Möglichkeit auch noch auf Kommando. Also während wir Overlord dazwischen stehen, jemand anderes oben den Schalter drückt, hätten wir die Möglichkeit, da an dieses kleine Item ranzukommen, was 7 Minions braucht, wegtragen. Und mein erster Plan ist, wir nehmen einen roten, die feuerimmun sind, legen das um und haben kein Problem. Mein zweiter Plan wäre gewesen, dass wir den grünen nehmen und einfach losschicken, der Seite rum. Und ja, der Rückweg hier rum ist dann ja ganz offensichtlich. Aber warum hat das jetzt nicht geklappt? Ja, ein Sack Gold, schön. Oh lol. Warum stand da überhaupt so ein dämliches Vorsicht-Schneckenschild? Hier sind gar keine Schnecken. Berge wollten wohl auch nur ihren Reichtum bewachen. Irrige Biester. So. Zeige ich euch auf dem Rückweg einfach, was ich meine. Okay, hör auf. Ja.
Gut, dass wir drüber geredet haben. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Ja, mein ursprünglicher Plan sah dann so aus, dass wir den Schalter umlegen. Brauche ich gar nicht zurück. Und den dann so wieder zurück zum Rudel holen. Ja, Domination, nee. Ein Objekt, hat er nur gesagt. Das sieht mir aber nach einem Zerstörungszauber aus. Alle. Ja, haben wir doch ein paar Minions verloren. Unschön. 7 Stück. Der Flammenmeerzauber verletzt keine Unschuldigen. Es handelt sich dabei um eine Feuersäule, so hoch und breit, dass sie die Götter aus dem Himmel brennen könnte. Oh, keine schlechte Idee. Sehr gut. Ihr habt einen Schmelzofen erhalten. Weitere Schmiedeoptionen sind verfügbar. Und ich habe irgendwas mit höchster Stufe gelesen, war aber nicht schnell genug beim Lesen. Ja, lassen wir das Minions machen. Die paar, die über sind. Hauptsächlich, weil ein Roter sie unbedingt verbrennen muss. Ja, diese Pyromanen. Das ist jetzt einfach nur zur Ausrüstung. Na, wir sehen schon, hier machen sich Schnecken breit. Es wird doch sicher irgendjemand da irgendetwas nehmen wollen. So. So. Noch ein glücklicher Kunde. Ja, ich würde mal behaupten, wir sind hier mit dem Schmiedeofen durch, ne? Also zumindest sehe ich hier nicht mehr groß viel, was ich noch ändern könnte. Dann gehen wir zurück zum Oberfläche. Oder zum Turm. Ich bin für die Oberfläche. Ganz stumpf die Oberfläche. Wir haben ja noch 6 Minuten. Oh, verdammt. Käferalarm. Ah, es leben alle. Sehr gut. Einfach losrennen ist vielleicht nicht die Ideallösung für alles, aber in dem Fall hat es geklappt. Gut, dass ich meine blauen dabei hatte. Hier oben war nichts mehr, oder? Sehr gut. Ja.
Nee, da ist er. Gut, gehen wir. Es wird jetzt natürlich böse für die Schäfchen. Aber ich muss da leider komplett durch. Mit Anhang. Solange keine Bomben gezündet werden. Noch leben alle. Oh, ich hätte hier durchs Wasser gekonnt. Und wieder ist einer down. War eh hin. Ja, Zwerge und Wasser, ne? Ein unüberwindbares Hindernis. Niemand wird jemals durchkommen. Außer Minions, die unter Wasser laufen können. Ich dachte mal, die schwimmen. Aber nein, sie können unter Wasser durchlaufen. Und kennen viele Wege über diese Schlucht. Ja, das hat sicher Spaß gemacht, voll in den Flammenwerfer zu laufen. Ein Erlebnis, das jeder mal machen kann, der sich umbringen will. Unbedingt. Warum hört sich das so nach Bosskampf an? Ich weiß, das hört sich ja gar nichts an, aber... Ich hätte theoretisch in der Arcanium-Schmelze, in der Arcanium-Bergwerk, auch wirklich diesen Weg zuerst durch die Schnecken und dann zum Boss, zum Ofen machen können. Dann hätte ich kein Schnecken-Respawn-Problem gehabt. Das wäre natürlich cool gewesen. Weiß ich für den nächsten Durchlauf. Für diesen ist jetzt ein bisschen spät, die Erkenntnis. Naja, aber dass der Respawn abgeschaltet wird, sieht man halt auch vorher nicht. Ich hätte natürlich noch ein bisschen länger rumlaufen können, bevor, und versuchen mich nicht treffen zu lassen. Ja, nice. Oh, den hat's zerrissen. Hopp, den Sprengmeister hat's zerrissen. Ba. Was ist denn hier los? Oh, da ist ein Flammenwerfer, wie unangenehm. Ja. Wecker ist richtig. Das war unfair. Ich hätte fast einen Minion verloren. Das könnt ihr doch nicht machen, meine armen Minions. Oh mein Gott. Ja, offiziell ist die Folge jetzt rum. Versuche noch kurz den Ofen zu sprengen und bin dann... Nein, kann den Ofen nicht sprengen. Okay.
Warum? Kommen die denn her? Oder wo meinen sie herzukommen? Es ist ja richtig aufdringlich, das Volk. Gut, aber mit diesen schönen Bildern der Vernichtung würde ich dann mal sagen, ich gebe erstmal in die Pause ab. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.